Hallo und willkommen. Es wird um die Lupe gehen. Wir hatten den Abbildungsmaßstab schon häufiger gehabt. Es gilt, Groß B, also die Bildgröße, dividiert durch Groß G, die Gegenstandsgröße, gleich Klein B, die Bildweite, dividiert durch Klein G, die Gegenstandsweite. Man kann das Ganze auch rumdrehen, dann gilt Groß G durch Groß B gleich Klein G durch Klein B. Der Abbildungsmaßstab ist abhängig von der Brennweite der Linse und von der Gegenstandsweite. Die Lupe funktioniert als Sammellinse. Die Abbildungsgleichung der Abbildungsmaßstab gilt auch für virtuelle Bilder. Als Erinnerung, bei den virtuellen Bildern ist B negativ. B und G sind gleich groß, wenn der Gegenstand in der doppelten Brennweite ist. Ich verweise hier auf das Video. Die Konvexlinsen. Das heißt, das Bild ist reell, ist umgekehrt, ist seitenvertauscht, ist gleich groß wie der Gegenstand. Für ein verkleinertes Bild gilt, die Bildgröße ist kleiner als die Gegenstandsgröße und beim vergrößerten Bild ist es umgekehrt. Wir sehen hier nochmal die wichtigsten Parameter. Das ist unsere Gegenstandsgröße. Das ist die Bildgröße. Wir haben die Gegenstandsweite. Und wir haben die Bildweite. Und das hier ist unsere Brennweite F. F der Fokus. Die Vergrößerung. Es geht hier um die Betrachtung mit dem Auge. Das heißt, das ist etwas völlig anderes als das, was wir gerade als Abbildungsmaßstab besprochen haben. Hier geht es darum, was wir sehen. Das Ganze hängt dann ab vom Abstand zwischen Auge und Gegenstand. Und dadurch bedingt vom Sehwinkel. Man hat eine sogenannte Bezugssehweite festgelegt. Diese beträgt 25 cm. Das ist die deutliche Sehweite. Und hier wurde die Größe des Objekts einfach als 1 gesetzt. Dazu gehört dann der entsprechende Sehwinkel Alpha. Ist der Abstand mehr als 25 cm, erscheint der Gegenstand verkleinert, der Sehwinkel wird kleiner. Ist der Abstand weniger als 25 cm, erscheint der Gegenstand vergrößert, der Sehwinkel ist größer. Das heißt, subjektiv erscheint uns der Gegenstand umso größer, je näher er am Auge ist. Ein Beispiel: Ein Mensch in 20 cm Entfernung wird auf der Netzhaut als 1,5 mm groß dargestellt. Es gilt für die Vergrößerung. Vergrößerung ist der Sehwinkel dividiert durch den Sehwinkel für einen Abstand von 25 cm. Ein Beispiel. Wir verschieben den Gegenstand in 10 cm Abstand. Das heißt, hier vergrößert sich das Ganze um den Faktor 2,5. Also bezogen auf die Entfernung 25 cm und die Größe 1. Kurz was zur Auflösung des Auges. Wir erkennen zwei Punkte als zwei Punkte, wenn sie in 25 cm Abstand ein Zehntel Millimeter voneinander entfernt sind. Wenn sie näher zusammen sind, fallen die Bilder auf einen Zapfen. Das heißt, die Bilder, die beiden Punkte werden dann nicht mehr getrennt erkannt. Nun zum Mikroskop und zur Lupe. Das sind optische Geräte und beide vergrößern den optischen Sehwinkel. Das heißt, sie erzeugen eine Vergrößerung V. Nochmal aufpassen, das hat nichts mit dem Abbildungsmaßstab zu tun. Folge: Das auf der Netzhaut entstehende Bild wird vergrößert. Wir sehen hier nochmal unterschiedliche Sehwinkel. Es geht in dem Fall um die Länge des Fingers. Je weiter der Finger vom Auge weg ist, desto kleiner wird der Sehwinkel und desto kleiner wird natürlich auch das Bild, was wir sehen. Hier ist der Finger näher am Auge, das heißt, der Sehwinkel ist entsprechend größer und auch unser Bild wird größer. Man kann den Sehwinkel also vergrößern, indem man näher an den Gegenstand herantritt. Die Grenze ist jedoch hier das Akkommodationsvermögen des Auges. Das beträgt normalerweise 10 cm. Das heißt, alles, was kleiner ist, bedeutet, das Bild wird unscharf. Oder man verwendet eine konvexe Vorsatzlinse und
vergrößert damit die Brechkraft des Auges. Man hält die Lupe vor das Auge und nähert sich dem Gegenstand, sodass dieser mit einer entspannten Sehweite von 25 cm zu sehen ist. Das heißt, der Gegenstand liegt in der Brennweite der Lupe. Es gilt, die Vergrößerung ist die Größe des Netzhautbildes mit optischem Gerät dividiert durch die Größe ohne optisches Gerät. Oder die Größe des Sehwinkels mit optischem Gerät dividiert durch die Größe des Sehwinkels ohne Gerät. Nochmal zu den 25 cm. Hier ist das Betrachten von Gegenständen ohne Anstrengung möglich. Das heißt, das Auge kann das länger sicherstellen, ohne dass es ermüdet. Beim Nahpunkt, die 10 cm Entfernung, die wir eben schon erwähnt hatten, ist das Betrachten hingegen sehr anstrengend und unter dem Nahpunkt wird das Ganze unscharf. Schauen wir uns die Lupe an. Diese wirkt als Vergrößerungsglas, maximale Vergrößerung 20 bis 30 etwa. Alles, was darüber hinausgeht, führt dazu, dass es vermehrt zu Abbildungsfehlern kommt. Die Lupe ist folglich eine konvexe Linse mit kleiner Brennweite. Es entsteht ein aufrechtes, virtuelles Bild. Betrachten wir nun unseren Gegenstand G durch die Lupe. Was wir sehen ist, der Gegenstand G wird abgebildet, durch zwei Strahlen. Ich verweise auf das Kapitel Konvexlinsen. Wir haben zum einen einen parallelen Strahl, einen achsenparallelen Strahl. Dieser wird zum Brennpunktstrahl. Hier ist unser Brennpunkt F. Der ganze Strahl wird nach hinten verlängert, da ein virtuelles Bild entsteht. Das heißt, das Bild ist auf derselben Seite wie der Gegenstand. Der zweite Strahl, den wir benötigen, ist der Mittelpunktstrahl. Dieser wird nicht gebrochen. Das heißt, auch dieser wird nach hinten verlängert. Was konstruiert werden könnte im Unendlichen, wäre dann das Bild unseres Gegenstandes. Das heißt, wir haben ein aufrechtes, wir haben ein stark vergrößertes virtuelles Bild. Das Ganze wird mit dem Auge betrachtet. Schauen wir uns nun die Sehwinkel an. Wir starten mit dem Sehwinkel ohne Lupe. Das heißt, wir denken uns jetzt hier die Lupe weg und betrachten mit dem Auge den Gegenstand in der Entfernung n. Das sind die 25 cm. Hier ist ein längeres Betrachten ohne Anstrengung möglich. Passend dazu haben wir den Winkel Alpha 0. Wir berechnen den Tangens. Tangens ist Gegenkathete durch Ankathete. Das wäre in dem Fall der Gegenstand G, die Gegenstandsgröße, dividiert durch die 25 cm durch n. Die Größe des Netzhautbildes und der Sehwinkel sind beide kaum zu bestimmen. Man arbeitet deshalb mit Größen, die man kennt bzw. messen kann. Das eine ist die Bezugssehweite von 25 cm und das andere ist die Brennweite der Lupe. Der Gegenstand befindet sich, wie schon erwähnt, in der Brennweite der Brennebene der Lupe. Schauen wir uns nun die beiden Sehwinkel an. Das ist zum einen Alpha 0 ohne Lupe und dann Alpha L mit Lupe. Alpha 0 hatten wir uns eben schon angeschaut. Ich habe das versucht hier mit dem grünen Rahmen darzustellen. Hier ist unser Gegenstand und dieser wird vom Auge betrachtet. Es gilt für den Tangens, in dem Fall G durch N. Schauen wir uns nun das Ganze an für den Sehwinkel mit Lupe, also Alpha L. In dem Fall rutscht unser Auge an die Linse heran und im Prinzip auch unser Gegenstand rutscht in die Linsenebene. Das heißt, unser Sehwinkel wäre das hier. Der Sehwinkel berechnet sich in dem Fall G dividiert durch die Brennweite. Die Vergrößerung ist der Sehwinkel mit Lupe dividiert durch den Sehwinkel ohne Lupe. Also Tangens Alpha Lupe dividiert durch Tangens Alpha ohne Lupe. Wir setzen ein,
V, groß V die Vergrößerung, Sehwinkel mit Lupe ist groß G durch F, das was wir hier sehen, dividiert durch groß G durch N, Entschuldigung, was wir hier sehen. Also das ist der Tangens Alpha ohne Lupe. Wir lösen auf und kommen auf, die Vergrößerung ist gleich groß N, also unsere 25 cm Bezugssehweite, dividiert durch die Brennweite der Lupe. Und das sind ja die beiden Werte, die wir eben schon uns angeschaut hatten, die man kennt bzw. bestimmen kann. Jetzt gilt, wir haben groß N durch F, der Wert ist umso größer, je kleiner, je kürzer die Brennweite der Lupe ist. Es gilt also die Vergrößerung gleich groß N dividiert durch F. Statt F, der Brennweite, können wir auch die Brechkraft verwenden. Die Brechkraft D ist der Kehrwert von F, ist 1 durch F. Das heißt, aus unserem Groß V ist gleich N dividiert durch F, wird Groß V ist gleich N mal D. Jetzt haben wir eine Brennweite von 0,25 cm. In dem Fall berechnet sich, dass D gleich, also die 0,25 Meter, Entschuldigung, das sind die 25 cm, in dem Fall berechnet sich D gleich 1 dividiert durch die Brennweite, die 0,25 Meter, und wir kommen auf 4 Dioptrien. Als Erinnerung, ein DPT, eine Dioptrie, ist 1 durch Meter. Wir setzen ein in unsere Vergrößerung. Die Vergrößerung sind die 0,25 Meter, also unser Groß N, dividiert durch die Brennweite F. Das heißt, wir haben die 0,25 Meter sind ein Viertel Meter, dividiert durch die Brennweite oder 0,25 Meter mal die Brechkraft. Entsprechend kommen wir dann auf die Vergrößerung, ist die Brechkraft dividiert durch 4 Dioptrien. Also ein Viertel Meter entspricht dem Kehrwert dann 1 durch 4 Dioptrien. Schauen wir uns ein Rechenbeispiel an. Wir haben eine Lupe mit der Brennweite F gleich 2,5 cm. Die Frage, wie groß ist die Vergrößerung? Es gibt zwei Rechenmöglichkeiten. Die einfachere ist die Lösung B. Wir haben die Brennweite von 2,5 cm. Es gilt, die Vergrößerung ist gleich unsere Sehweite von 25 cm dividiert durch die Brennweite, durch F, also 25 cm durch 2,5 cm, kommt raus 10, also die Vergrößerung ist 10-fach. Zweite Rechenmöglichkeit. Unsere Brennweite von 2,5 cm entspricht 0,025 Metern. Wir rechnen den Kehrwert aus. Die Brechkraft von 1 dividiert durch 0,025 Meter, das sind 40 Dioptrien. Nochmal als Erinnerung, eine Dioptrie ist 1 durch Meter. Wir setzen ein, die Vergrößerung ist gleich groß D dividiert durch 4 Dioptrien, das was wir da oben schon hatten. Die Dioptrienzahl beträgt in dem Fall 40, also 40 dividiert durch 4 kommen wir auf eine Vergrößerung von 10. Die Lupe vergrößert die Brechkraft des Auges, die Lupe arbeitet wie eine konvexe Vorsatzlinse. Man hält die Lupe dicht vor das Auge und nähert sich dem zu betrachtenden Gegenstand, bis der Gegenstand mit entspanntem Auge zu sehen ist. Also die Lupe soll ohne Akkommodation des Auges benutzt werden, das Auge nicht ermüdet. Der Gegenstand liegt in der Brennebene, das heißt die Lupe bildet ein nahes Objekt praktisch ins Unendliche ab. Man erzielt Vergrößerungen bis maximal 20-30-fach. Das Bild auf der Netzhaut wird größer dargestellt, man kann feinere Details erkennen, wie beispielsweise das Raster eines Bildes in der Zeitung. Nochmal zu dem Bild, das entsteht. Es entsteht praktisch im Unendlichen, es ist aufrecht und es ist virtuell. Also es steht auf derselben Seite wie der Gegenstand.
Das heißt, man kann das Bild nicht mit einem Schirm auffangen. Das Auge ist aber in der Lage, daraus auf der Netzhaut dann eine Abbildung zu konstruieren. Das war die Optik der Lupe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.